Hallo, mein Name ist Marlene und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Mathematik macht Freunde Freude. Ich bin dein Coach zum Videozyklus Variablen als Platzhalter. Am besten wäre es, wenn du dir ein Blatt Papier und einen Stift vorbereitest, damit du dir dazwischen immer Notizen machen kannst. Und natürlich sollst du auch mitrechnen. In diesem Video werde ich mit dir die Vorstellung einer Variable als Platzhalter erarbeiten. Stell dir dazu folgendes Beispiel vor. Drei Kinder möchten ihrer Mutter zum Geburtstag eine Handtasche, die sie sich schon sehr lange wünscht, schenken. Thomas hat 23 Euro, die er beisteuern kann. Michael zahlt 28 Euro. Und Julia stellt 19 Euro zur Verfügung. Da die Tasche 100 Euro kostet, zahlt Papa den Rest. Wie viel muss Papa zahlen? Hä? Warte ganz kurz. Du stellst dir jetzt sicher die Frage, wie du das aufschreiben sollst. Du wirst sehen, das ist gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und am Ende dieses Videos wirst du solche Beispiele lösen können. Weiters erfährst du, was eine Variable ist und wie sie als Platzhalter eingesetzt werden kann. Danach wirst du auch Rechnungen mit einer Variable ausrechnen können. Was du für dieses Video bereits können solltest, ist das Rechnen mit den vier Grundrechnungsarten. Das heißt, du sollst addieren und subtrahieren sowie multiplizieren und dividieren können. Schauen wir uns dazu ein kleines Rätsel an. Herz minus 3 ist gleich Stern. Nun stellt sich die Frage, welche Zahlen du für das Herz und den Stern einsetzen kannst. Gibt es nur eine einzige Lösung oder mehrere Lösungen? Drücke kurz auf Pause und finde das heraus. Viel Spaß! Willkommen zurück! Na, was ist dir bei diesem Rätsel aufgefallen? Hast du Zahlen gefunden, die für das Herz und den Stern eingesetzt werden können? Du solltest zu dem Entschluss gekommen sein, dass für das Herz und den Stern mehrere Zahlenkombinationen möglich sind. Beispielsweise kann das Herz den Wert 7 annehmen. Dann muss der Stern den Wert 4 haben. Ansonsten würde das Gleichheitszeichen nicht erfüllt sein. Es können aber genauso die Zahlen 45 für das Herz und 42 für den Stern eingesetzt werden. Denn 45 minus 3 ist 42. Wenn du zurück an die Volksschule denkst, sind dir sicherlich auch noch Rechenaufgaben, die so aussehen, bekannt. Drücke auf Pause und versuche gleich einmal, diese Rechnungen zu lösen. Wenn du fertig bist, schalte das Video wieder ein und wir vergleichen die Lösungen gemeinsam. Lass uns gemeinsam vergleichen. 32 plus Dreieck ist gleich 76. Was setzt du für das Dreieck ein? Welche Zahl schlägst du mir als Lösung vor? 44? Super! Was mich aber noch mehr interessiert ist, wie hast du die Aufgabe gelöst? Durch Ergänzen? 32 und wie viel fehlt auf 76? Nein? Dann hast du vielleicht die Idee genützt, dass Addition und Subtraktion zusammenhängen und du hast 76 minus 32 gerechnet? So auch nicht? Na, da bin ich gespannt. Schreib mir doch deinen Lösungsweg in einem Kommentar unter dem Video. Viereck mal 8 ist 64. Was setzt du bei dieser Rechnung für das Viereck ein? 8 ist richtig. Auch hier möchte ich wissen, wie du die Aufgabe gelöst hast. Durch Fragen, wie viel mal 8 ist 64? Nein? Hast du vielleicht den Zusammenhang der Multiplikation und Division verwendet und 64 dividiert durch 8 berechnet? Ich bin neugierig, welchen Rechenweg du gewählt hast und freue mich auf den Kommentar. Schauen wir weiter zur nächsten Rechnung. Kreis minus 35 ist gleich 17. Welche Zahl nimmt der Kreis an?
Die Lösung ist 52. Hast du bei dieser Aufgabe den Zusammenhang der Addition und Subtraktion 17 plus 35 verwendet oder die Fragestellung, wie viel weniger 35 ist gleich 17? Vielleicht hast du aber auch eine ganz andere Methode dafür benutzt. Gib mir doch einfach Bescheid, wie du die Rechnung gelöst hast. Nun sind wir schon bei der letzten Aufgabenstellung angelangt. 45 dividiert durch Karo ist gleich 9. Hier nimmt das Karo-Zeichen den Wert 5 an. Ein möglicher Lösungsweg ist die Heranziehung der Division und die Berechnung 45 dividiert durch 9. Oder du löst die Aufgabe mit Hilfe der Frage, wie viel mal 9 ist 45? Hast du vielleicht noch einen anderen Lösungsweg? Bei solchen Aufgaben hast du also auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens eine Zahl stehen. Damit das Gleichheitszeichen auch erfüllt wird und die Waage ausgeglichen ist, musst du für das gegebene Zeichen die richtige Zahl einsetzen. Das gilt bei der Addition, der Multiplikation, der Subtraktion und der Division, also bei allen vier Rechnungsarten. In der Mathematik ist es üblich, statt solchen Zeichen Buchstaben als Platzhalter einzufügen. Das würde dann ungefähr so aussehen. Der Buchstabe x wird dann Variable genannt. Wichtig dabei ist, dass du die Variablen wie Zahlen behandelst. Somit kannst du mit ihnen ganz normal rechnen. Das heißt, die Variable dient als Platzhalter für eine bestimmte Zahl. Durch das Lösen einer solchen Rechnung soll der Wert der Unbekannten berechnet werden. Du weißt jetzt, was eine Variable ist, wie sie eingesetzt wird und dass sie in einer Rechnung berechnet werden kann. Da gibt es aber noch einiges mehr. Doch jetzt mach mal Pause und komm dann später wieder zum ersten Basic. Da schauen wir uns Variablen in Rechengeschichten genauer an. Ich kann es kaum erwarten, das nächste Video mit dir zu erarbeiten. Bis später!